Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 8 News Update. Ich habe wieder eine Menge zusammengesammelt. Ich habe ein Horizon Nerf, ich habe Evo-Waffen. Eventuell bekommen wir wirklich wie das Evo-Shield bald Evo-Waffen. Es geht um den Switch-Release, Mirage-Packen, Damage-Tracker und so weiter. Und es werden wohl gerade andere Spielmodis getestet oder wurden getestet. Sehr interessant, bleibt dran, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir fangen gleich mal mit dem allerersten Ding an. Eine klitzekleine Funktion, die viele von uns wahrscheinlich feiern würden, ist ein In-Game Damage Tracker. Ich finde es zwar eigentlich ganz geil, wenn eine Runde zu Ende ist, mich überraschen zu lassen, wie viel Schaden ich gemacht habe, aber es ist auch eine geile Sache zu sehen, okay, ich bin vielleicht kurz davor, eine 2500 oder 3000 oder 4K Damage Bomb zu machen, keine Ahnung. Da kann man mit seinen Teammates so ein bisschen kommunizieren und sagen, hier, lass mir mal den nächsten Gegner. Ich bin kurz davor, eine geile Badge zu erreichen. Also der Damage Tracker auf jeden Fall eine geile Sache und ist für Season 8 geplant und auch bestätigt. Das nächste, was ich habe, sind Evo-Waffen. Wir wissen, dass jetzt nächste Woche, Dienstag war es, glaube ich, startet das Fight Night Event. Ich mache nochmal kurz das Bild weg. Und dort gibt es einen neuen Limited Time Modus, der sich Airdrop Escalation nennt. Und ich habe schon mal kurz grob beschrieben, wie sich dieser oder wie das funktioniert. Pro Zone, je nachdem wie weit vorangeschritten die Zone ist, so rum, droppt ein Airdrop und dort ist eine Waffe drinne, die je nachdem, wie weit wir schon vorangeschritten sind mit den Zonen, je besser ist die Waffe ausgerüstet. Und es soll wohl so sein, und deswegen blende ich hier nochmal das Bild ein, dass, ich glaube, Jason McCourt hat das gepostet, dass ihm bewusst ist, dass gerade zum Start einer Runde es mega belastend sein kann, keine vernünftige Waffe zu bekommen. Und es auch ganz oft so ist, dass du eine Waffe aufhebst, die einfach totaler Müll ist, mit der du dich nicht so wirklich verteidigen kannst, während andere Gegner vielleicht schon die geilste Waffe der Welt aufgehoben haben. Und dich einfach niedermähen. Ich werde das jetzt hier nicht ganz übersetzen, aber inhaltlich meint er, es ist ihm bewusst, dass da unbedingt was passieren muss. Und der Limited Time Modus ab nächster Woche, das könnte sein, dass das so eine Art Experiment ist, wie damals mit den Evo Shields. Wir wissen, für einige Events war das Evo Shield da und kurze Zeit später ist das Evo Shield fester Bestandteil im Spiel geworden, bis es letztendlich so ist, dass es eine Standardausrüstung ist. Und so soll es wohl mit den Evo-Waffen sein, dass wir in bestimmten Momenten, vielleicht sogar schon am Anfang, eine Waffe aufheben oder aus einer Box rausholen, die schon zu einem gewissen Grad ausgerüstet ist. Vielleicht mit einem erweiterten Magazin, mit einem Schaft, mit einem Lauf, weiß der Geier was. Der Fantasie ist da keine Grenzen gesetzt. Ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Also wie gesagt, nächste Woche der Limited-Time-Modus scheint auch ein Experiment in diese Richtung zu sein, dass wir nicht mehr so groß Probleme beim Start einer Runde haben könnten, was ich auf jeden Fall sehr feiern würde. Hier würde mich auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren extrem stark interessieren. So, wo sind wir jetzt? Aller Voraussicht nach scheinen wir demnächst ein Mirage-Pack zu bekommen. Ihr wisst, dass es gibt ja so ein Bloodhound-Pack. Oder Moment, wir sind ja im Spiel. Moment, der Controller ist nicht angeschlossen. Es geht um diese Editionen. Verschiedene gibt es davon bis jetzt. Es gibt 1, 2, 3, 4. Wo ist denn Lifeline? Ach so, Lifeline ist hier drüben. Kann man sich kaufen für 20 Euro teilweise, wenn es neu war. Und es ist wohl in Planung, dass wir ein Mirage-Pack bekommen werden. Und es gibt schon zwei Bilder, was da eventuell inhaltlich drin sein könnte. Einmal ein Mirage-Charm und einmal ein Charm von seiner Brille. Ich finde zwar den Mirage-Charm, der sieht total grauenhaft aus, ist aber auch fette Geschmackssache. Und jetzt kommen wir zu eigentlich richtig interessanten Sachen. Ach so, Moment, ich habe ja noch mehr aufgeschrieben. Ein Horizon-Nerf wird kommen. Das Kuriose ist, kurz nachdem Season 7 released wurde, hat sich Respawn fest dagegen ausgesprochen, Horizon zu nerven, weil sie eigentlich ganz geil ist, so wie sie gerade Stand jetzt ist. Aber es scheint wohl so zu sein, dass in Season 8 Horizon einen Nerf auf ihre taktische Fähigkeit, den Gravity Lift, bekommt. Wir können davon ausgehen und ich hoffe, es wird nicht so drastisch wie beim Pathfinder. Die Cooldown-Zeit waren, glaube ich, 15 Sekunden für den Gravity Lift, was sehr, sehr geil ist. Aber die Respawn-Mitarbeiter oder einer speziell meint, es wäre doch schön, wenn diese taktischen Fähigkeiten auch taktisch eingesetzt werden und nicht einfach wild durch die Weltgeschichte geschmissen werden, sodass man ein bisschen mehr mit dem Brain, sage ich mal, arbeitet und sagt, ich nutze den Gravity Lift wirklich nur dann, wenn ich ihn wirklich brauche.
nicht um vielleicht sinnlos Gegner zu spotten oder keine Ahnung. Das ist jetzt so meine Theorie. Finde ich sehr schade. Ich finde nämlich Horizon tatsächlich wirklich geil, so wie sie ist. Aber für mich war es persönlich nur eine Frage der Zeit, bis genau dieses Ding geschieht. Der Switch-Release steht an. Und zwar am 1. Februar. Der ist mehr oder minder bestätigt. Respawn peilt den 1. Februar an. Das ist quasi ein Tag, bevor Apex Legends den zweiten Geburtstag feiert. Ich gehe aber davon aus, dass kurz vor Release nochmal ein paar Informationen diesbezüglich kommen werden. Die werde ich euch natürlich dann auch mitteilen. Hoffen wir mal nicht, dass sich das noch weiter hinauszögert. Die Switch war nämlich überhaupt das Problem, warum auch das Crossplay so spät erst kam, weil das auf der Switch mega Probleme machte, aber das wisst ihr, glaube ich. Jetzt kommen wir zu verschiedenen Bildern, die auf Twitter aufgetaucht sind, kurze Zeit später wieder rausgeflogen sind. Es geht wohl aller Voraussicht nach darum, dass verschiedene Modis getestet wurden, verschiedene Map-Varianten. Eventuell wird eine neue Legende hier geteasert, auch eine neue Map, die sich Tropic Island nennt. Habe ich auch schon mal vor zig Monaten drüber gesprochen. Es kann sein, dass diese Map auch schon in der Mache ist. Wir fangen mal mit den interessantesten Details an. Ich lese hier nicht alles vor, aber die interessantesten Sachen ist zum Beispiel Punkt 2. Map Test Canyonlands MU3 ist wohl so eine Art Code für Kings Canyon. Eine neue Version. Das dritte, auch sehr interessant, könnte Aufschluss darauf geben oder darüber geben, dass wir bald einen neuen Spielmodus haben, vielleicht ein Alle gegen Alle. Six Man Kings Canyon. Also, ich gehe davon aus, dass es nicht die gesamte Map sein wird, sondern wirklich ein kleiner abgesperrter Bereich, wie in Skulltown zum Beispiel. Sechs Leute, Alle gegen Alle, ist so meine Vorstellung. Team Deathmatch macht da überhaupt keinen Sinn. Die nächsten Sachen, 40 Man Olympus Duo. Wie viele Squads sind wir bei einem Duo-Modus? Ich glaube, es waren doch 30 Squads, insgesamt 60 Leute. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Duos spiele ich jetzt nicht ganz so häufig. Deswegen habe ich die Zahl nicht genau im Kopf. Aber 40 Men, das sind ja quasi 10 Squads weniger. Nee, 5 Squads weniger. 5? Nee, 10 Squads weniger. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, relativ sinnlos. Das vorvorletzte Airdrop Takeover. Das ist das Event, was nächste Woche kommt. Airdrop Escalation. Braucht man nicht mehr zu sagen. Weitere Bilder kommen jetzt. Und zwar haben wir hier das zweite sehr interessant. E-State Arenas. Das könnte ein Code dafür sein, dass wir wirklich bald einen Arena-Modus bekommen. So wie mit dem 6-Mann Kings Canyon, dass das so eine Art Arena-Modus ist. Team Deathmatch. Alle gegen alle. Abschluss bestätigt. Irgend sowas. So eine COD-Modis. Skulltown. Oder irgendwelche anderen Spots, beliebte Spots auf Kings Canyon, World's Edge und wie sie alle heißen. Das würde ich auf jeden Fall mega, mega interessant finden. Was ich sehr interessant noch finde, ist Punkt 5. Apex Predator Squads 60 Players. Scheinbar wird es dann wohl eine Playliste in naher Zukunft geben für nur Predator-Spieler, die den Rang schon mal erreicht haben oder den Rang vielleicht gerade besitzen. Und dann können sich 60 Leute gegenseitig die Birne einhauen und machen uns vielleicht in einem normalen Public-Spiel nicht die Hölle heiß. So, und im letzten Bild das letzte. Der letzte Punkt. First in Fuse Active Tees. Und Fuse ist ein Name einer geleakten Legende von vor Monden. Ich zeige euch nochmal, spaßeshalber, die Legendenliste. Und Fuse taucht hier unter dem Reiter Future 1, 2, 3, 4, 5, 6 als sechstes auf. Also können wir davon ausgehen, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ach du Scheiße, das sind 18 Monate im Voraus. Da kommt aber noch Blisk und Downfall dazu. Da sind wir bei 24, das wären 2 Jahre. In 2 Jahren ist theoretisch erst Fuse geplant. Und es könnte sein, dass Fuse die nächste Legende in Season 8 ist. Auch wenn bis jetzt die Liste nicht gelogen hat. Crypto, Revenant, Loba, Rampart, Walk. Walk scheint Horizon zu sein, weil die Fähigkeiten, die von Walk geleakt wurden, sind der von Rampart sehr ähnlich oder fast 1:1. Und eigentlich ist Blisk die nächste Legende, die auch bekannt aus Titanfall ist, und danach sollte Downfall kommen. Also es kann sein, dass Respawn ein bisschen daraus gelernt hat, dass es verschiedene Dataminer gibt, die ständig in den Quellcodes rumschnüffeln und dann irgendwelche geplanten Sachen für die Zukunft raushauen, und so haben die vielleicht so ein bisschen die Legendenliste durcheinander gebracht.
Jetzt seid ihr gefragt in den Kommentaren. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr von dem ganzen Stuff haltet. Bleibt auf jeden Fall gesund. Rutscht gut rein, wenn ihr zum 31.12. tagesaktuell das Video seht. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, dann rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Haut da rein. Bis zum nächsten Jahr. Das war's von mir. Ciao.